der letzten Episode. Weil das sieht natürlich mehr aus als... Ist jetzt schon drin oder was? ich gehe schon mal rein. So, schaffst es da durch. Gut. Ich glaube, du bist ein Idiot. Das kann man nicht anders sagen. Das waren viele Steckdosen. Das ist ja mehr Steckdosen als mancher Wohnung. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 456. Ja, wir sind im Maschinen... Wie heißt das? Maschinenraum? Werkstatt? Der beschädigte Bahnstrecker? Irgendwie sowas. Tatsächlich ist was wie jedes Lichtschalter. Schön. Doch. Ist schön. Ja, wir sind hier nochmal her, um einfach zu checken, ob wir vielleicht noch Dinge finden. Weil ich jetzt nicht weiß, wann ich es letzte... Also, ich meine, das mit dem wann wir das letzte Mal waren, das kann man rausfinden. Naja. Mir geht es eher darum, war das vor dem Revolver? Wahrscheinlich nicht. Aber war das wahrscheinlich vor der Sprühfarbengeschichte? Wahrscheinlich schon. Das heißt, zumindest Sprühfarbe könnte man hier finden. Naja, zwei Rehhäute, das ist ja nicht schlecht. Zwei Brecheisen, Gott. Verschiedenstes Material. Weißt du was, dann kannst du die Rehe heute ja gleich mal hineinwerfen. Futter. Ja, ist hier falsch. Okay, alles klar. Ja, es kommt hier unten rein. Und der Hammer. Bisschen Medizin, Zeug oder was auch immer. Aufbewahrungsmaterial. Eher... Okay, das Ding ist komplett leer. Aber jede Menge Holz. Hier ist sehr hell. Ah, guck mal. Ketchup-Chips. Kaputt und hell. Ja, okay. Das Licht ist halt nicht so die Spezialität von der Unity Engine. Nicht wirklich. Geht die eigentlich theoretisch auf? Was hast du eigentlich gesehen, vorhin, wo ich hier drauf gezeigt habe? Du hast doch gerade irgendwas gehabt hier. Ah doch. Gut. Und kannst du die Batterie da rausgreifen? Vielleicht von hier unten? Echt? Kannst du hier drunter durchklettern? Ist ja lustig. Ich weiß gar nicht, sieht man das eventuell, ob da eine Batterie drin ist? Nur mal so die graue Theorie. Ne, ist nicht zu sehen, okay. Und höher kommen wir nicht. Okay, also wie haben wir schon mal Ketchup-Chips gefunden. Ja, den Metalldruck, den können wir jetzt auseinandernehmen. Also wir können ja sowieso jetzt inzwischen alles auseinandernehmen, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Also fast alles, okay. Reifen. Ah, die stecken in der Wand. Ah. Mit Plattfuß wahrscheinlich. Die wird es übrigens schwerer, je länger wir hier herumschlappen. Ja, mir wurde zugetan, wieso die Hertha, die sind ja nicht die Hertha, jedenfalls Aesop. Ah ja, guck mal. Sprühfarbe. Dreckig ist, das ist eine urbane Tarnung. So nennt sich das. So ist es halt, wenn man aus der Stadt kommt. Television. Ja, müsste man echt probieren, wenn ihr einen Hammer auf euren Fernseher einschlagt, dann gewinnt ihr ein Altmetall. Das ist echt der Hammer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nichts nachgefüllt. Das wäre gar nicht so schlecht. Ketchup-Chips und Sprühfarbe. Ja, die dürfte inzwischen leer sein, genau. Ich denke, dann haben wir es hier auch durchschritten. Ja, hier ist noch mehr leer, okay. Alles leer. Ich komme da nicht rauf. So. Ja, ich denke, mehr ist hier nicht. Alles durchsucht.
Dasselbe, wenn man auf den Computer einhämmert, okay. Würde ich jetzt mit meinem nicht mehr. Ja, guck mal, noch eine Sprühfarbe. Die zweite schon. Ja, die Ketchup-Chips müssen wir natürlich behalten. Aber die Sprühfarbe könnte man zumindest mal hier reinkloppen. Das reicht. Zwei. Achso, das haben wir mitgenommen wegen Näherei, falls das Bedarf hat. Ja, Kaninchen. Kaninchen gibt es hier eigentlich gar nicht. Die sind ja eigentlich so schwer, weil wir alles dabei haben wahrscheinlich, oder? Holz ist lustigerweise gar nicht so viel. Oh ja, ich bin wirklich müde. Ich kann eigentlich direkt ins Bett. Ja gut, das ist natürlich hier mit 17 Kilo ist das ein bisschen über. Hilfe. Okay, wir warten uns mal kurz warm und holen mal den Wolf rein. Also das können wir auch draußen ist auch warm genug. Und neblig. Ja, hier ist easy zu warm. Ah ja. Okay. Ja, da war auf jeden Fall genug zu essen. Hilfe. Gott, unter den Umständen kannst du schon mal direkt zuschlagen. Du und deine Minimalkalorien, das kann ja nicht wahr sein. Ja, da oben ist auch noch eine Leiche, aber hier geradeaus ist der Wolf. Ah, da oben. Taucht er auf. Dämmer brauchen wir jetzt nicht, haben wir hier genug. Ist kein Problem. Nimm den erstmal weg. Mehr Federn gibt es nicht. Doch, noch eine. Also hat sich auch irgendwie im Nebel verlaufen, so wie es aussieht. Gut, 27 Minuten oder eine Stunde 7 oder 34 oder 34 klingt eigentlich auch nach einer guten Zeit. Haben wir heute Abend tatsächlich nochmal Nebel bekommen? Hallo, bist du fertig mit Zittern? Ah ja, da ist schon wieder aufgeklärt. So lang war das anscheinend nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie lange wir jetzt da drin herumgestiefelt sind. Ich glaube, mehr Wölfe waren es hier nicht. Die letzten Worte. Ja, ja, komm, lauf zu. Wir haben da auch genug Wasser. Das ist auch kein Problem. Wie war das? Köder ablegen. Ach so. Wie was? Achso, so geht das auch. Okay. Gut. Ja, natürlich, klar. Ich stecke wieder im Mülleimer fest. Da gibt es so viele leckere Sachen da drin. Was ist denn los, meine Gute? Kriegen wir heute eigentlich nochmal Sonnenschein? Wahrscheinlich nicht. Können wir mal gucken. Doch, kriegen wir tatsächlich. Das ist ja krass. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber umso besser. Ja, wir droppen das mal direkt hier. Kannst du nämlich direkt mal hier... Ja, nee. Das ist zu viel. Hallo, wo ist die Lupe? Genau. Wahrscheinlich hat die gute Öl mit. Ich glaube, die Brandbeschleuniger haben wir bei ihr schon alle verbraucht. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut. Achso, ja, wir haben die Töpfe ja dabei. Nee, haben wir nicht dabei. Wir haben die Töpfe nicht dabei? Ernsthaft? Ja, das ist ja gut. Gut, dass hier so viel, gut, dass ich hier so viel Holz dabei habe. Das ist ja der Hammer. Wie lange brauchst du denn dafür? 3 Stunden. Gut. So wird das eher nichts. Gut, wir brauchen ja noch ein bisschen. Wir nehmen einfach Altholz. Das reicht. Wobei, weißt du was? Wir schnappen uns erstmal das ganze Grafwerk hier.
So, dann sieht das schon mal besser aus, die Bücher. Und nimm mal einen Schwung Althölzer mit. So, kannst du ja gemütlich wieder rausschlappen. Ne, sah nur so aus. Als würde da was liegen. Okay, alles klar. Na dann, ziehen wir das erstmal hoch. Das war wahrscheinlich viel zu viel Holz. In Anführungsstrichen Holz. So, da kann eigentlich, was haben wir hier noch? Stapelpapier. So, einmal das und ist natürlich der Wind ist super. Da frage ich mich jetzt schon, wo ich die Töpfe wieder gelassen habe. Wahrscheinlich sind die noch im Lagerbüro, das können wir gut vorstellen. Das reicht wieder vom Feuer. Gut. Und er ist ab. Fleisch gibt's hier genug, ist kein Problem. Gut, nimmst du mal das und das mit. Und hier schon mal ein Liter Wasser. Wie ist das eigentlich? Wird das nachts kalt hier drin? Zu kalt? Das finden wir noch raus. Jetzt trinkst du erstmal. Und ja, mehr haben wir erstmal nichts zu tun. Revolver ist auf 100%. Ja, da tut sich erstmal nichts. Was sagt denn die Kleidung eigentlich? Das passt eigentlich alles noch. Nur falls wir auf die Mütze bekommen oder auf die Handschuhe, dann können wir da die Kaninchenfelle schwingen. Gut, warte mal 3 Stunden. Da sehen wir ja auch, wohin sich die Temperatur entwickelt. 11 Grad, okay. Ah ja, eine Aurora. Also anscheinend haben wir hier noch Wölfe. Ein Blizzard. Wölfe sind nicht so begeistert, sie leuchten. Neue Pufferdaten, echt? Der Weg zum Ausblick nach dem eingehenden Notruf über das Funkgerät verlief ereignislos. Es hatte gerade angefangen zu schneien, was mich zweifeln lässt, ob eine Evakuierung im Notfall überhaupt möglich ist. Das fragt man sich dann schon. Halt, ich wollte I, nee, C, was wollte ich? F, ja, C oder was auch immer. Nee, was wollte ich? F. Toll. Dann auch noch die falsche Taste. 9 Grad. Das ich das da draußen schon wieder sehe, das Elend. Also echt, diesen Blumentopf kannst du gar nicht auseinandernehmen, echt. Ja, okay, gut. Ich sag mal so, ist okay, passt so. So, du Hacke. 9,5, eigentlich müssten wir da durchkommen. Okay, dann isst du noch mal was. Das war das, was wir dabei haben. Oh ja, da hast du dir die 2 größten Stücke geholt. Das ist ja der Hammer. Also schläft man doch gerne oder mit quietschenden Wölfen in der Nachbarschaft. Hast du jetzt ein großes? Nein, hast du nicht. Aber gut, damit kommen wir auf jeden Fall durch die Nacht. Das sieht schon cool aus, muss ich wirklich sagen. Sind wir jetzt hierher? Ja, dann gehe ich schnell rein. Ja, da drüben sind sie an dem Zaun. Das ist ja schön. Das ist immer noch dieselbe, ja natürlich. Ja, dann trinkst jetzt was, dann geht's ab ins Bett. Ganz einfach. Okay. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir haben wieder Nebel, echt. Und schon reichlich Tag. Ja, das Gequietsch der Wölfe hat dann Gott sei Dank irgendwann aufgehört. Toll, und jetzt nimmst du dir die größten Stücke. Na gut, eins brauchen wir sowieso. Das andere, das geht auch ziemlich gut rein. Gut, ich sag's mal so, wir brauchen die Töpfe tatsächlich hier nicht unbedingt. Okay, wir müssen das Holz nochmal ablegen. Beziehungsweise eigentlich können wir auch hier draußen mal ein bisschen was deponieren, weil wenn man da mal schnell zu lang muss, dann ist das ja doch notwendig. Uff,
Uff. Uff, meine Gute. Oh echt, wir haben zwei Antiseptika hier. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, nehme ich mal stark an. Ja, lass das Kilo noch da, das halbe Kilo zumindest. Ja, ich denke, mit Hasenfallen, das wird wahrscheinlich eher nichts. Das passt eigentlich so. Und die drei Feder noch. Echt, wir haben nur zwei Stoff hier auf. Haben wir hier mehr Stoff? War das auf der 14? Nee, war es nicht. Die 14 war ja die andere. Der Reparaturschuppen hier ist das. 19 Stoff. Hm. Vielleicht müsste man in der Berghütte mal Nadel und Faden schwingen. Ja, da müssen wir leider durch, sonst kommen wir hier nie raus. Ah, da drüben läuft er. Das ist der, der die ganze Nacht gequietscht hat übrigens. Ah, hier drüben ist auch ein Feuer. Das ist ja der Hammer. Ich warte ja nur noch darauf, dass er jetzt umkehrt und direkt zu uns rennt. Schönes Interferenzmuster an der Verdrahtung. Keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass wir die Karte relativ gründlich durchsucht haben. Ich will da drüben die Krähen hören, bin ich mir nicht so 100% sicher. Es könnte eine Leiche oder ein Hirsch sein. Keine Wölfe auf dem See, gut. Rohrkolben, echt, die rote Kiste liest keine Rohrkolben mehr auf. Nee, das sah nur so aus, okay. Als wären da schon welche nachgewachsen. Doch, da drüben sind die Wölfe im Schilf. Es sind vier Wölfe im Schilf, ich fasse es nicht. Oder sehe ich das falsch? Ne, es sind nur zwei. Sieht doch durch das Schilf so aus. Ne, es sind drei. Da ist noch einer verschwunden. Da taucht er wieder auf. Und wahrscheinlich sind es dann eher vier. Eins, zwei, drei. Und einer ist hier drüben irgendwo. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob wir das Seil angebracht haben. Das sind schon recht viele Wölfe. Doch, das muss man tatsächlich zugeben. Ja, wo die Hertha wieder ist, der Aesop wieder ist, das weiß ich auch nicht. Ja, ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Dabei habe ich den Schleicher noch gar nicht gespielt. Ja. Jetzt ist natürlich auch die Frage, gibt es einen Bär hier? Ja, gibt es. Hier gibt es auch noch Pilze. Mhm. Ja, da müssen wir mal gucken, ob das Seil angebracht ist. Wenn durch vier Wölfe durchschießt, das ist ja ein bisschen üppig. So. Sieht man den Bären von hier wahrscheinlich nicht. Von dort höre ich was. Ja, das Seil ist da, okay. Schnellste ist er nicht. Ja, habe ich nochmal die Schlucht absteigen? Ah ja, da drüben ist auch der Stiefel da. Nochmal durch Schlucht absteigen. Also runter zur Schlucht. Das wäre natürlich schon auch interessant.
Das Gefühl ist gerade auf. Ja, es sieht so aus. Der Himmel sieht andersfarbig aus. So, meine Gute. Hier ist er rausgestiefelt. Nee, er ist erstmal reingestiefelt und dann ist er rausgestiefelt, okay. Lustigerweise sind hier gar keine Knochen. Vielleicht ist das nicht seine Höhle. Hat er dann auch festgestellt. Ach Gott, das ist ja gar nicht meine Höhle. Wo sind die eigentlich, hat er sich gedacht. Wie viel Gewicht haben wir eigentlich? Ja, wir hätten sogar Puffer tatsächlich. Ein bisschen was, falls wir was finden. Na gut, man könnte da den Weg wieder hinten entlang. Das wäre natürlich schon möglich. Wie bitte war es? Hier ist eine Hütte, eine kaputte, echt? Moment, auch auf die Gefahr, dass der Bär vielleicht wieder zurückkommt. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass hier eine Hütte ist. So oft geht man hier lang, echt? Die ist mit der Loba natürlich kaputt, aber das wäre vielleicht mal interessant dann für den Schleicher. Wie wir herkommen. Okay, nee, ist nichts, aber interessant ist das schon. Gut, meine Gute. Jetzt klettern wir mal rauf zur Jägerhütte, oder wie die heißt, Jagdhütte. Ich denke, wir haben sie leergeräumt, aber ich bin mir nicht sicher. Also wahnsinnig viel Stoff haben wir hier nicht, außer wir haben einen massiven Stofftransport rauswärts gemacht. Das kann natürlich sein. Ah, er hat schrumpelige Pfoten. Wahrscheinlich schon etwas älter. Wie alt kann so ein Bär eigentlich real werden? Ich würde mal sagen, so 30 bis 40 Jahre. Ich glaube, viel älter wären Bären nicht. So, meine Gute. Halt. Nein, ich wollte eigentlich auf 10. Ich habe ein bisschen. Gut, alles klar. Zum Glück haben wir hier das Seil. Ja, das sollte man dann immer wieder hier hängen haben. Weil vier scheue Schilfwölfe, das ist natürlich, echt, hier oben wird es zu kalt. Moment, was? Du gewinnst 10% Schutz durch die, echt? Das ist natürlich schon üppig. Na gut, ich sag mal so, mit denen. Einmal fest zutreten. Naja. Ein Elch gibt's hier aber nicht. Das Lustige ist, ich höre noch einen laufen. Ah ja, guck mal her. Ah, die ist genommen, okay. War mir nicht so 100% sicher. Falls sie überhaupt da war. Das ist der Sturm, der den Nebel wegweht. Okay, meine Gute, rennen mit dir. Uff, hier drin ist finster. Und Lichtschalter gibt's hier nicht. Gott, da bin ich froh, dass wir unsere volle Laterne dabei haben. Wie ist denn das eigentlich hier mit, war das Shift L? Okay, das nimmt sich nicht so wirklich viel. Gott. Nimmst Papier und Wasser ist hier. Noch mehr Wasser, okay. Wasser haben wir tatsächlich genug in dieser Karte. Die Dosen. Hier lassen. Hm. Ich sag's mal so, wir werden wahrscheinlich sowieso nicht so extrem lang in dieser Karte bleiben. Weil erstens sie ist nicht so groß und zweitens, wir haben ja alles schon abgesucht. Wir machen da nur noch mal einen Kontrollgang. Das
Problem ist, mit ihr kann man nicht so schön einen Bereinigungsgang machen, dass man hier aufräumt. Das funktioniert leider mit ihr nicht. Hat sie da wieder super schnell die Waffe. Ich weiß gar nicht, wie das ist in dem Reparaturshop. Was? Eine Whaling Ship Bed. Was? Die Zehnstoff. Uff. Okay. Whaling Ship ist ja eigentlich ein Walfängerschiff. Wie sind die dann hier hinten? Woher weiß das Spiel, dass wir hier ein Walfängerschiff auf der anderen Seite der Welt haben? Hat ihm wahrscheinlich jemand gesagt. Gibt der Spiegel eigentlich Glas? Holz gibt er, okay, aber nur eins. Okay. Und endlich kann man den kaputt machen. Aber den Spiegel nicht, echt. Genau. Hier sind noch mehr Walfängerschiff-Matratzen. Kannst du den? Ah, die Potted Plant kannst du auseinandernehmen. Ist ja nicht so schlecht. Feuerholzbehälter ist leer. Karton ist leer. Karton ist auch leer. Okay. Ja. Schade. Ich fände es ja besser, man könnte es aufnehmen. Aber gut. Ein halbes Kilo würde man sich einfach nicht aus gut Glück noch mitschleppen. Ich glaube, das würde eher in der Summe Pech bringen wahrscheinlich. Eher noch als Glück halt. Auf jeden Fall. Ja, da weiß ich auf jeden Fall, was der Junge zu tun hat, wenn wir mal hierher kommen. Das auf jeden Fall. Ja, aber es ist echt nichts hier. Das Regal, echt? Das ist auf Deutsch? Karton, Regal, okay. Teiltisch, Stuhl, Rad, selbst das Rad, echt? Sehr lustig. Hier ist tatsächlich nichts. Sehr lustig. Okay. Na komm, da kannst du auch die Stöcke nehmen. Die Hände nehmen für die Stöcke, weil. Oh, guck mal, wir haben einen Sattbonus. Das sieht realistischer aus so, bis auf die Spalten halt. Das mit den Spalten müssten sie halt noch ein bisschen in den Griff kriegen, weil. So realistisch sieht das dann doch nicht aus. Wahrscheinlich liegen die. Ich denke, die sind wahrscheinlich schon realistisch. Doch, eigentlich sieht eigentlich schon so aus, als würden die direkt ineinander liegen. Oben ist auch noch ein Rad, noch ein Hirsch, okay. Ich komm's aber nicht ran. Da sind die Arme doch zu kurz. Ja, hier oben ist gutes Rad teuer, weil die du hier findest, sind eigentlich alle schlecht. Tja, meine Gute, nichts gefunden, aber zumindest die Beine vertreten. Und doch, ein Haus haben wir gefunden, aber das war auch nur ein kaputtes halt. Okay. Vielleicht setzen wir hier oben auf den Revolver. Ah doch, hier gibt es noch Fisch. Das wäre auch nicht so schlecht, nicht? Ja, ich würde ja schon gerne mal wissen, wie viel... Ach, guck mal, hier gibt es ja noch viele Fische. Wieso sind hier in der Jagdhütte Fische? Das ist total sinnlos. Also das ist wieder dieser Schädel. Gut. Zumindest haben wir schönes Wetterchen. Naja, hat er inzwischen fertig gefressen. Hat er sich ja schon geweint genehmigt dann letzten Endes. Gut, ich sag mal so, an so einem Kaninchen isst man wahrscheinlich als Wolf dann doch auch ein bisschen. Okay, der Elch ist aber nicht hier. Da hört man zwei im... Ja, sind das dann zwei Elche oder wie ist das dann im... Okay. Ja, dann gehen wir mal den Höhenweg lang. Also nicht so den Höhenweg, den Blick Inlet, aber wir gehen den oberen Weg lang natürlich, weil
vier Wölfen will ich jetzt nicht unbedingt zusammenstoßen. Das muss nicht sein. So, okay. Ja, wahrscheinlich müsste man den Abstieg in die Schlucht doch nochmal machen. Einfach nur um sicher zu gehen, dass man da wirklich nichts gesehen hat. Ja, sag ich, da unten gibt es da Rohrkolben. Stängel. Nee, das sieht eher nicht danach aus. Ja, komm hoch. Nicht die Haxen brechen, meine Mutter. Nicht der Baum funktioniert noch, obwohl da eigentlich alles kaputt ist schon. Das. Der Kern. Ah, da gibt es mehr Fleisch. Reh vergammelt. Ja. Warum nicht? Man kann ja überall mal ein bisschen herumnagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das aussieht vor der Jagdhütte, aber es ist auch völlig egal. 42,5. Wieso hast du nur 2,5 Kilo Sattbonus? Sehr lustig. Steigt der mit der Zeit erst, oder was? Das könnte fast sein, dass... Wenn du den erstmal initial bekommst, dass du erstmal nur 2,5 Kilo hast und es dann später mehr wird. Je länger du ihn hast. Gut, meine Gute. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch auf Kollege Wolf treffen. Es sind schon genügend Wölfe auf der Karte. Da muss jetzt hier hinten nicht unbedingt noch auch noch seiner sein, aber im Interloper wird das wahrscheinlich schon nicht anders gehen. Ja, gemütlich. Geht's nach Hause an diesem schönen Tag? Wie spät ist eigentlich Mittag? Wenn wir uns ganz leicht machen in die Schlucht runter, wir müssten wahrscheinlich nochmal pennen. Auch auf die Gefahr hin, dass das Wetter sich dann gleich ändert. Und wenn wir topfit sind, in die Schlucht runtersteigen, wirklich super leicht oben alles ablegen, kurz durch die Schlucht rennen, gucken, ob da was liegt, müssen wir es eigentlich am selben Tag auch wieder rauf schaffen. Gibt halt nachts zum Blizzard, weil der da in der Schlucht getriggert wird. Wie so ein Schalter. Wenn du da zu lange an dem Seil ziehst, dann geht der Blizzard los. Die wackelige Brücke. Naja, ich höre da vorne tatsächlich einen Wolf, aber ich weiß nicht, ob das... Da oben ist ein Hirsch, echt. Wir müssen mal gucken, ob das irgendwie funktioniert hier von... mit dem Kochen und... Okay. Ein bisschen aufpassen. Leicht spitz.
ist denn das? Der Wind. Wie weit muss man denn dran? So, okay. Wir sind hier tatsächlich im Windschatten, okay. Halt, machen wir das Feuer richtig. Ja, komm, machen wir den Bogen weg. Dann machst du hier halt das richtige Feuerchen. Ah doch, wir haben einen Brandbeschleuniger dabei. Okay. Brauchen wir jetzt nicht. Ich weiß, wir brauchen ihn ja generell eigentlich nicht, aber naja. Come on, little fire. Ja, komm schon, Feuer. Perfekt. Gut. Wie kalt ist es denn? 8 Grad, das ist nicht so extrem. Gut, alles klar. Okay, dann holst du erstmal das Fleisch raus. Das reicht mit der Hand. Ja, Temperatur geht immer ein bisschen rauf, runter, rauf, runter. Okay. Einmal 37 Minuten und 40 Minuten. Gut. Das Fell bitte. Die Arme lasse ich jetzt, das ist nicht so wichtig. Tatsächlich, wir haben genug davon. Naja, guck mal, wie lecker das ist. Das ging sogar rein. Ganz zipfig drauf. Gut. Halt, schmeiß das mal raus und dann heißt es wieder entfackeln. Es hat sich sogar beruhigt, das Wetterchen. Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt ist es natürlich doch später geworden, wenn wir jetzt 4 Stunden schlafen des Abends. Wobei wir inzwischen schon bei 5 Stunden sind. Haben wir echt Kaffee dabei? Ja, komm weg damit. Wir haben Kaffee dabei, das wäre also kein Problem. Okay. Ah, du hast sogar Wärmebonus, sehr schön. Da fühlt sich das an wie immer noch minus 8 Grad. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es im Schleich oder im Interlob erzählt habe. Aber vom Prinzip, naja, tatsächlich. Hallo? Achso, weil das mit der linken Maustaste ist. Nicht mit der rechten, deswegen. Ja, ja, genau. Tja, das, Junge, ging nach hinten los. Nee, lass mal, komm. Komm. Wir wollen heute noch in die Schlucht. Das Wetter ist gerade so schön. Ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, kommt man nochmal her wegen dem Wolf oder lässt man es halt sein? Weil hier hoch kommst du halt nicht. Es gibt noch die Möglichkeit dieses einen Seilaufstiegs, da weiß ich aber nicht, ob da ein Seil hängt und wie man da hinkommt ohne weiteren Wolfskontakt. Wahrscheinlich nicht. Also müsste man es lassen, weil Problem ist halt, wenn du dann immer noch mehr Wolfskontakt hast, das wird ja dann im Endeffekt auch nicht so wirklich geil. Dann hast du dann immer noch mehr Fleisch abzukochen. Und für die kleine Karte liegt da tatsächlich relativ viel Fleisch. Ne, da hängt kein Seil. Wisst ihr? Kommst du nicht mal hier hoch? Muss dann tatsächlich außen rum. Kann das sein, dass der Hirsch da unten noch existiert? Das ist eine Leiche. Das ist wahrscheinlich eher ein Hirsch. Jetzt habe ich schon wieder Wolf gehört. Ah, ist ein Hirsch. Man sieht die Spuren und man hört ihn auch. So, meine Gute. Jetzt versuchen wir uns mal wieder hier kühn und elegant an diesem Felsen entlang rauchelnd zu bewegen. Ah, musste ich halt so weit oben wie möglich halten, dann geht das schon. Geh dann schon, genau. Hallo. Hallo. Ja, was ist denn das? Ja? Ja, schon leicht beeindruckt. Achso, wir sind viel zu weit oben. Deswegen hatte der Wolf so Angst.
Das ist ja viel zu weit oben. Gut. Warte mal, lass uns mal noch mehr Fleisch aufnehmen. Ruhig so, dass wir halt... Können wir dann eigentlich noch laufen? Wir können sogar noch laufen. Wie weit müffelst du? Schon ganz gut. Ja, das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Hey Junge! Ja, eigentlich will ich ja Kollege Wolf damit anlocken. Aber er scheint kein Interesse zu haben. Dann hätte man den Weg zum Hirsch frei. Gut, dann halt nicht. Ja, wir werden uns 4 Stunden aufs Ohr legen. So. Mehr nicht. So, halt! Du sollst... Der Automatismus, ja. Und? Es ist immer noch sonnig, das ist ja super. Dann lass uns gleich noch mehr auslegen, was wir jetzt auf jeden Fall unten nicht brauchen, beziehungsweise nimm mal eine Kohle mit, ja. Ja, ja, schon. Das könnte im Prinzip runter. Die Dinger, die sind bald perdu, gut. Dann sind wir die auch mal los. Ja, das lege ich zur Not am Seilabstieg ab. So. Trink noch Wasser. Das lassen wir dann auch gerade da. Komm. Hallo. Ja. Das da rein. Und, ja. Habe ich die ganzen Fackeln. Wenn das Ding voll ist. Ich mache jetzt nur, was wir wirklich nicht brauchen. Das nehmen wir mal mit, das legt man zur Not oben ab. Die frische Rehhaut. Aber kein... Achso, der Darm ist getrocknet, ach so. Deswegen, sag es doch. Okay, 30 Kilo, das kriegt man auf jeden Fall da dann nochmal ein Stückchen leicht. Achso, ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, wir gehen runter in die Schlucht, gucken uns das nochmal an. Ich würde gerne nochmal da hinten entlang. Da sind noch Krähen, das ist wahrscheinlich eine Leiche, können wir auch nochmal abgehen. Den Hirsch da drüben noch machen. Heute wahrscheinlich nicht mehr, weil wenn wir zurückkommen, ist es schon relativ spät. Wir können mal gucken, ob wir das am nächsten Tag angehen, ob wir da uns noch den einen Hirsch noch krabbeln. Und dann wären wir tatsächlich schon wieder fertig und abmarschbereit tatsächlich. Ja, so schnell geht das hier. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.